Heute soll Erich Honecker entmachtet werden. Erich Honecker kam zu spät zu dieser Sitzung. Das ist selten sowas. Er war die Pünktlichkeit in Person. Er kam rein und dann gab er jedem, wie immer an diesen Tagen, an diesen Politposition, gab er jedem die Hand. Boah, also er drückte auch mir die Hand, nicht? Also das heißt, den Konspirateuren oder den Intriganten sozusagen gegen ihn. Und kam gut gelaunt in die Sitzung und sagte: Entschuldigt, Genossen, Hans Modrow hat mich gerade angerufen. Der will auf mich zukommen und wir haben einen Termin vereinbart. Und da ging mir natürlich durch den Kopf, Hans Modrow war der Einzige unter den Nichtmitgliedern des Politbüros aus den Reihen der ersten Bezirkssekretäre, der eingeweiht war. Jetzt dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn da passiert?